Der Weihnachts-Countdown bei Ab ins Bett. Hier ist euer Lieblingspodcast. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Herzlich willkommen zur Gute-Nacht-Geschichte 1212. Hier ist Ab ins Bett. Ich bin Marco. Und es wird Zeit für die neue Gute-Nacht-Geschichte. Aber vorher kommt das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und wisst ihr, was heute Abend ist? Heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1112. Gute-Nacht-Geschichte für Mittwochabend, den 20. Dezember. Noel und die kleine Elster. Noel ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar heute sein. Noel ist furchtbar aufgeregt. Nicht etwa, weil heute ein normaler Tag ist, sondern weil bald Weihnachten kommt. Zu Hause ist alles schon weihnachtlich geschmückt. Sogar ein Lebkuchenhaus hat Noel schon gebastelt. Plätzchen sind auch schon gebacken. Aber die Geschenke fehlen noch. Die gibt es erst am Heiligen Abend. Und das, obwohl der Weihnachtsbaum sogar schon steht und leuchtet. Er ist wunderbar geschmückt. Noel würde am liebsten gern schon seine Geschenke auspacken, doch die Geschenke, die sind ja noch gar nicht da. Während er in seinem Bett liegt und nachdenkt, hört er ein leises Wispern. Das kommt von draußen. Das hört er ganz genau. Noel ist dafür bekannt, neugierig zu sein, also hält ihn nun nichts mehr in seinem Bett. Er geht raus, um nachzusehen, was das draußen für ein Geräusch ist. Lange sucht er umher, bis er es wieder hört. Jeep, Jeep, Jeep. Es klingt wie ein Vogel. Und Noel findet wirklich einen Vogel am Ende des Gartens. Der hat sich verletzt. Es ist nicht irgendein Vogel, sondern ein besonderer Vogel, eine kleine Elster. Noel geht vorsichtig zur Elster, beugt sich herunter. Hallo, kleine Elster, hast du dich verletzt? Kann ich dir helfen? Die Elster schaut Noel an. Danke, dass du da bist, sagt sie. Ich habe mir mein Flügelchen gebrochen. Noel sieht es tatsächlich. So kann die kleine Elster nicht mehr fliegen. Zum Glück ist ihr die Notlandung im Garten gelungen und zum Glück hat Noel sie gehört, um sie zu retten. Denn hier unten ist sie schutzlos den Katzen und anderen Tieren ausgeliefert. Vorsichtig nimmt Noel die kleine Elster hoch. »Wir müssen dein kaputtes Flügelein bandagieren«, sagt Noel und er scheint sich auszukennen. Ja, denn Noel hatte sich auch einmal einen Arm gebrochen. Das ist ja sowas wie sein Flügel und er hatte einen Gips bekommen. Doch einen Gips baut Noel nicht. Er bricht einen kleinen Zweig vom Weihnachtsbaum ab und bandagiert damit den Flügel. So kann zwar die Elster den Flügel nicht mehr bewegen, so kann er aber heilen. Und in der Zeit, da bleibst du bei mir, sagt Noel fröhlich zur Elster.
Der Elster gefällt es, dass sich Noel um sie sorgt und sich kümmert. Er holt sogar Essen und Trinken. Und so verbringen die beiden viel Zeit zusammen. Sie reden. Noel erzählt vom Menschenleben, die Elster vom Leben der Elster. Und die beiden werden beste Freunde. Selbst als das Flügelein geheilt ist, kommt die Elster immer wieder bei Noel vorbei. Jeden Abend setzt sie sich an sein Fenster, klopft mit dem Schnabel und singt ein Gute-Nacht-Lied. So schläft Noel am liebsten ein. Noel weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen, du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt es, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.